Ich würde jetzt gerne, bevor wir in quasi die Live-Zuschauerbefragung gehen, einmal die Handlungsempfehlung, diese ganz klar formulierten Sätze von unseren drei Expertinnen und Experten mit auf den Weg geben. Und Frau Adelt, wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann starten wir gerne mit Ihnen. Gerne eine Handlungsempfehlung in Richtung, was müsste jetzt passieren, abgeben. Und die bezieht sich auf die Hausaufgaben, die Bildungspolitik und Bildungsadministration zu tun hat, nämlich die Chancen zu nutzen, die sich jetzt aus dem Digitalisierungsschub ergeben haben und dadurch wunderbare professionelle Möglichkeiten für die Zukunft zu schaffen. Vielen Dank. Ein Satz, Bob Blume. Schule muss versuchen, starre Strukturen aufzubrechen und sich flexibel gestalten, und zwar orientiert an der Frage, wie können Schülerinnen und Schüler im 21. Jahrhundert zeitgemäß lernen? Vielen Dank. Und Herr Wössmann. Ja, ich glaube, ich will ganz pragmatisch sein und weniger visionär, weil ich glaube, dass das den Kindern und Jugendlichen in der aktuellen Situation immer noch am meisten hilft. Also ich finde, bei Schulschließungen sollten endlich klare Vorgaben für verbindlichen und täglichen Online-Unterricht per Videokonferenz für alle Schülerinnen und Schüler gelten, indem die Lehrkräfte eben Lernstoff vermitteln, damit die Schüler Interaktion haben und klare Strukturen haben. Wunderbar, dann sage ich vielen Dank und ich glaube, diese klaren Strukturen und klaren Ansagen, nach denen sehen wir uns heute nicht nur, wenn es um Bildung und um Schule geht.